Herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind hier mit Clementine. Oh, zum Teufel ist Clementine. Mit Clementine und wir sind hier gerade bei einem Bahnhof. Ziemlich klein, denke ich. Da hinten, da geht's gerade nicht weiter, aber da sind noch Kenny und Omid und Krista, die haben wir gerade kennengelernt. Und noch Ben natürlich, der Vollpfosten. Und noch. Wie heißt denn der? Charles? Ich weiß es gerade nicht, sorry. Wir wurden beauftragt, hier hinzugucken und mal gucken, was es hier so gibt. Überlebensschild. Somebody must have been pretty desperate. Oh yeah, ziemlich verzweifelt auf jeden Fall. Farbeimer. That paint has been dry for months. Scheiße. Okay, vielleicht gibt es doch kein Schild. Auto Parts. Macon. Was im Makeable Imports. Torbenay, Fine Silver. Okay. Was gibt's da? Ever. Was? Ever. Evertone und Schulz. Okay. Mhm. Gut, was gibt es hier sonst noch so zu sehen? Ich frag mich echt, wo Clementine ist. Jo, dann gehen wir mal da runter. Da ist sie! Geht doch. Ja, einmal rum bitte, dankeschön. Und sie läuft weg, okay. Schild, guck mal hin. No entry will be produced, okay. Hey. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Yes. Okay, da oben, okay. Wir versuchen erstmal die Tür anzustarren. Man kann nicht reingucken. Okay, wir öffnen die Tür. Verschlossen, wie wir schon bemerkt haben. Wir schubsen die Tür. Nothing happened. Okay, gut. Wir reden mal mit Clementine. Oder gucken mal da hoch. Maybe I could look in? Ja, natürlich. We'll have to find a way in. Jupp, wir haben einen gefunden. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good. Gut. Einmal bitte durchgucken. Okay, I can see in. What do I do now? Was siehst du? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Gut. Geiler Scheiß. Well, I'll be damned. Was hatten die für einen langen Arm, Alter? Was hatten die für einen langen Arm? Oha. I can't see in there. Ja, okay, das haben wir schon festgestellt. Wir öffnen die Tür. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Dad. Okidok. Damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Okay. Immer einen Weg frei haben. Gut, wir reden mit Clementine. How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Okay, gut. Da ist eine Tür. Was gibt's hier zu sehen? Nichts, okay. Was ist eine Lötlampe? It's locked up good, but there's some space at the top. We're lucky I'm so little. Here we are. Here we are. Gut, dann nehmen wir sie mal mit. Verstärken, Clementine. Okay, going over the top of this fence? Yeah, definitely. Gut, dann mach das bitte mal. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Was los? Behind you. Ach du Scheiße. Fuck. Alter, geht doch weg, Mann. Ah,
Wir zurückweichen, zurück. Nehmen und draufhämmern. Fuck. Das war knapp. Oha. It's okay. Everything's fine. Oh no. Keys, now. For real? Nimm auf. Damn it, it's locked. Ja, ach nee, mach auf. Auf. Huh! God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. Das war verdammt knapp. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. Found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Kümmere dich um deinen Kram. Es war dumm. Wir haben es geregelt. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? Boah, I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Verpiss dich. Ups, jetzt gehört. Scheiße. I hope you know what you're doing with her. Wir leben noch nicht, wahr? Ich auch. Wir leben noch nicht, wahr? Still alive, aren't we? Yeah, you are. Also, what the fuck? Was für ein Problem hast du? So, die kommt mir irgendwie komisch vor. Okay. Wir reden mal mit Clementine und sagen ihr, dass das kein Problem ist, dass sie nicht abgedrückt hat. Sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Okay, Doc. Können wir nicht gut. Die Lötlampe, ich weiß nicht, leeres Regal. Liefen damals nicht gut. Die Lötlampe schauen wir uns gleich an. Sonst gibt es hier nothing. Nothing. Gut, dann Lötlampe klingt gut. We got it. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Alles ist gefährlich. Du musst lernen abzudrücken. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Alles ist gefährlich. We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter, and faster, okay? Okay. Okay. Clementine wird sich das merken. Sehr gut. Gut, wir öffnen die Tür und gehen zurück. Ja. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Okay. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Ah, das müsste einen hellen Lärm geben, oder nicht? Hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Wir haben noch Taser gefunden, oder? Oder hier. Klebeband. Hope this holds. Das muss halten. Wir reden mal mit Omid. Think this'll work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Jo, das glaube ich auch. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Oha. Whoa. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go.
Das war echt knapp. Danke, Umid. Ich komme nicht mehr ran. Schicken wir Clementine ein, oder was? Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. Nein. Think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Nein, das wollte ich nicht. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cut. Gab's noch eine andere Mission? Schau hinter dich. Och nee. Beeilt euch, Ben, sag doch mal was. Die Leiter, nein, die Leiter. God damn it. Shit. What the hell do we do now? Runterspringen. God, this works. Holy crap. Die folgen uns nicht. We gotta jump. What? No way. Doch, wir müssen runter. Wie du willst. Come on. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Okay, wir müssen ihn mitnehmen. Nein, wir müssen ihn mitnehmen. Scheiße. Shit. Fuck. Ah, sein Fuß. Sein Fuß. Nicht gut. Gar nicht gut. Wem helfen wir? Ja, wir müssen ihm helfen. Wir helfen ihm. No, her, not me. Krista, no! Was? Fuck! You piece of shit. She's a woman. Don't you know? Ja, aber du bist verletzt. Sie kann locker laufen, Alter. Und ich mag sie nicht. Gleich explodiert das Scheißding. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is spot. We're fine, Clementine. We're fine. Warum explodiert das Ding nicht? Scheiße. Das würde ich noch gerne gesehen haben. Sie hat Kenny gemalt. Und die Familie. Next stop. We have to find a boat. We just have to. We will. Du wirst nie heilen. Du schaffst das schon. Es ist einfach. Du schaffst das schon. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Was? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. Hab ich auch gedacht. Well,
Sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Wer war das? Hör mir zu. Das nächste Mal bei The Walking Dead. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Claire. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Episode 4, hinter jeder Ecke. So, jetzt gibt's nochmal hier die Entscheidungen. Schneller, barmherziger Tod. Hast du das Mädchen, Hast du Mädchen auf der Straße? Du und 59% der Spieler haben sie nicht erschossen, ja. Zurückgelassen. Hast du die zurückgelassen? 42% der Spieler haben sie zurückgelassen? Echt, mehr als die Hälfte hat sie mitgenommen. Konfrontation. Hast du mit Kenny gekämpft? 55% haben mit ihm gekämpft. Ja, damit er mal zur Besinnung kommt. Und die schwere Last, hast du Duck erschossen? Ja, fast 80%, ja. Es ist auch, glaube ich, besser, wenn man es selbst macht, als dass es die Eltern machen, weil es ist schon, kann ich mir vorstellen, echt scheiße. Gut, eine helfende Hand. Hast du Omid geholfen? 55%, ja. Ja, sie hätte es ja locker geschafft, aber er, weiß ich nicht. Okidok. Gut, das war's auch schon mal mit The Walking Dead für diese Episode, Der lange Weg. Hier nochmal die Credits. Und ich bedanke mich, dass ihr auch diese Episode mit mir durchgefiebert habt. Oh, das ist ein richtig Hammer-Game. Wir haben noch, jetzt kommt die vierte, noch zwei Episoden vor uns. Und dann kann ich sagen, wenn ihr wollt, kann ich mir 400 Tage besorgen. Auf jeden Fall, dieses Extra. Habe ich auch gehört, dass es richtig geil ist und dass es sich lohnt. Das können wir natürlich auch alles hinkriegen. Und ja, es gab schon schwierige Entscheidungen, auf jeden Fall. Also verdammt, ich habe wieder ihren Namen vergessen. Dammit. Wie heißt die? Diese gute Schützin, die da einen Kopfschuss bekommen hat von Lilly. Boah, mit der war ja Lee Digge. Wie heißt die? Keine Ahnung, sorry. Irgendwas mit K. Mit C meine ich. Genau, da waren schon schwierige Entscheidungen dabei. Auf jeden Fall auch scheiße das, was mit Doug passiert ist. Auch scheiße das, was mit Kennys Frau passiert ist, mit Katja. Echt behindert gelaufen, aber ich glaube, das ist die einzige gute Entscheidung, dass wir jetzt aus dem Hotel draußen sind. Und es ist natürlich auch gut, dass wir Krista und Omid getroffen haben. Jetzt sind wir wieder, es ist wenigstens wieder Zuwachs dazu gekommen. Ich hoffe, die bleiben auch bei uns und mit dem, sagen wir mal, Penner, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, wie es mit dem ausschaut. Was mich auch auf jeden Fall auch verblüfft hat, ich hätte gedacht, das Walkie-Talkie ist kaputt. Ich weiß nicht, warum Krista immer Radio sagt, aber es ist ja ein Walkie-Talkie. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist kaputt. Wieso geht denn das jetzt wieder? Verstehe ich echt nicht. Jedenfalls, wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wer es war. Und mal klar Text mit dem reden, klar Schiff kriegen. Und auf jeden Fall auch die Eltern. Ich muss euch sagen, ich weiß, dass die Eltern, also alles zeigt darauf hin, dass die Eltern schon tot sind, aber wir dürfen Clementine einfach nicht die Hoffnung nehmen, dass sie tot sind. Und wir werden sie auf jeden Fall suchen. Hoffentlich werden wir sie finden, auch wenn ich das nicht glaube. Hoffentlich finden wir ein Boot. Hoffentlich schaffen wir es über den Atlantik, Pazifik, tralala, auf eine Insel, wo es sicher ist, um dort ein neues Leben zu starten. In diesem Sinne freut es mich erneut, ja, Dingens hier, dass ihr dabei wart. Finde ich richtig geil. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch die nächsten zwei Episoden treu. Ich freue mich schon drauf. Die nächsten Episoden kommen morgen. Folge für Folge, wie bisher. Also, haut darin. Bis morgen.
Macht es gut. Ciao.